Hallo Kinder, es ist wieder soweit. Ich sitze hier in der Kinderbibliothek und bastle was für euch. Heute geht es um die Knetseife. Schaut mal her. Da habe ich schon was vorbereitet und kann es gar nicht mehr aus den Händen lassen. Ich muss das ständig kneten, damit spielen. Und ich zeige heute euch, wie das geht. So, ich habe gestern schon die Knetseife gemacht und sie eingetrocknet über Nacht, habe sie in das schöne Glas reingetan und so kann ich das aufbewahren. Ich kann das wie immer, wenn ich Hände waschen möchte, mir ein Stückchen greifen und damit gehe ich an den Waschbecken und wasche mir schön die Hände. Und euch zeige ich jetzt, wie ihr das macht. Ihr braucht dafür einmal Duschgel, egal welches, was ihr zu Hause habt. Dann braucht ihr Lebensmittelfarbe, ist aber auch nicht so wichtig, ne? Wenn ihr das nicht habt, ist nicht schlimm. Dann kommt ein bisschen Speiseöl dazu. Und zum Schluss, das ist sehr wichtig, kommt die Speisestärke. Dann braucht ihr ein kleines Schüsselchen, zwei Löffel. Und es kann losgehen. Also, Duschgel, ein Löffel, und jetzt könnt ihr das auch schön einfärben, wenn ihr möchtet, wenn ihr Lebensmittelfarbe zu Hause habt. Ich habe jetzt rote Farbe genommen. Ja, es reicht nochmal so ein paar Klicks. Und schön mischen. Ja, sieht gut aus. Und damit das alles ein bisschen geschmeidiger wird, ein bisschen vom Speiseöl noch dazu. Und wenn ihr das gut durchgemischt habt, könnt ihr auch die Speisestärke dazu geben. Im Verhältnis 1 zu 2. Also wenn ihr einen Löffel Duschgel habt, dann bitte zwei Löffel von der Speisestärke. So, einmal. Und noch einen Löffel. Jetzt wird es noch alles durchgemischt. Sieht schon mal gut aus. Ihr könnt überhaupt nichts Falsches machen. Wenn ihr seht, das ist noch nicht geschmeidig genug, da könnt ihr noch ein bisschen mehr Speisestärke dazu geben. Und wenn das dann ein bisschen klebrig ist, na, dann könnt ihr Speisestärke nehmen. Und wenn ihr seht, das ist trocken, ihr könnt das gar nicht kneten, dann bitte ein bisschen Duschgel noch dazu. Also, ihr müsst das immer schauen, wie ihr das haben möchtet. Also, bei mir sieht es noch ein bisschen klebrig aus. Ich gebe noch Speisestärke dazu. Jetzt nicht mehr so viel. Und weiter mischen. Ja, jetzt sieht es schon viel besser aus. Ja, so wollte ich das auch haben. Jetzt kann ich das schon probieren, alles in die Hände zu nehmen und schön durchkneten. Ja, ihr seht, das klebt noch ein bisschen. Oh, jetzt ist es gut. Ja, es knetet sich schon ganz gut und klebt nicht mehr. Dann kann ich das auch schon richtig in die Hand nehmen. Das ist ein bisschen blass geworden. Ihr könnt zu Hause auch ruhig ein bisschen mehr Farben nehmen.
So, schaut mal her. Das ist schon richtige Knetseife geworden. Damit kann man jetzt schön spielen. Eine Kugel rollen. Oder auch auf dem Tisch einmal ausrollen. Irgendwas ausstechen. Ich nehme mal so ein Herzchenform. Ja, ich habe ein Herzchen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr macht das fleißig nach. Und übrigens, auf unserer Homepage www.stadtbibliothek-paderborn.de könnt ihr so eine Rubrik finden, die heißt Für Kinder. Da könnt ihr noch alle andere Videos anschauen und in dem Kontaktformular uns was schreiben, eure Wünsche, eure Fragen. Ich sag mal, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.